Ein wunderschön sonniges Wochenende liegt hinter uns. Ein noch viel sonnigerer Montag, ebenfalls mit Temperaturen knapp unter den 30 Grad. Der morgige Dienstag verspricht dann noch heißer und schwüler zu werden. Doch dazu dann im Verlauf der Sendung mehr bei der Wettervorschau. Ich darf Sie erst einmal recht herzlich willkommen heißen zum Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 31. Juli. Auch heute haben wir interessante Themen für Sie im Programm. Hier wie immer die Übersicht. Dänemark für Anfänger. Wir zeigen Ihnen den neuesten Beitrag aus unserer Sendereihe. Benefiz Cup. Drachenbootrennen lockt am 5. August an den Salpker See. Und Gewinnspiel. Wir verlosen 5x2 Gästelistenplätze für die Premiere von Zirkuskrone in Magdeburg. Am Anfang der heutigen Sendung möchten wir wieder zahlreiche Zuschauer glücklich machen und Freikarten verlosen. Denn Zirkus Krone gastiert in Magdeburg und für die Premierenvorstellung haben wir Karten für Sie. Jetzt gut zuschauen, es warten wie gesagt Freikarten. Von Anfang April bis Mitte November präsentiert Europas größter, bester und schönster Zirkus seine neueste Sommerproduktion mit dem Titel Evolution. 28 Städte stehen diesmal auf dem Tourneeplan. Die Reise geht quer durch die Bundesrepublik Deutschland und diesmal auch mit Stopp in Magdeburg. Am Messeplatz am kleinen Stadtmarsch kann man ab dem 10. August 5 Tage lang das Zirkusspektakel genießen. Präsentiert wird ein Programm der Superlative mit den schönsten Papageien Europas, dem riskantesten Ritt auf dem Todesrad und der größten gemischten Raubtiernummer der Welt. Mit dem neuesten Jubiläumsprogramm Evolution 111 Jahre Zirkus Krone verzaubern die Artisten das Publikum. Zur festlichen Abendpremiere, welche am 10. August ab 19.30 Uhr stattfinden wird, verlosen wir 5x2 Gästenlistenplätze. Rufen Sie einfach bei uns im Elbe-Kanal unter der Telefonnummer 03928 40 57 70 an und nennen Sie uns das Kennwort Zirkus Krone. Am 7. August werden alle Gewinner bekannt gegeben. Der Elbe-Kanal wünscht Ihnen viel Spaß im Zirkus Krone. Möchten auch Sie die Premierenveranstaltung des Zirkus Krone in Magdeburg besuchen, dann machen Sie mit beim Gewinnspiel und beantworten uns die dort gestellte Frage. Wir freuen uns auf Ihre Lösungsvorschläge. Die Gewinner gibt es dann noch in dieser Woche hier bei uns im Regionalmagazin. Wir machen weiter mit einer Veranstaltung am kommenden Wochenende, die in Magdeburg stattfindet. Und zwar geht es dort um eine Benefizveranstaltung, bei dem kräftig gepaddelt werden muss. Worum es geht und warum diese Veranstaltung so wichtig ist und warum Sie vielleicht diese Veranstaltung, wenn nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr unterstützen sollten, sehen Sie jetzt. Magdeburg paddelt für den guten Zweck. Wie schon in den Vorjahren treffen sich auch 2017 wieder Wassersportvereine und Spaßteams aus ganz Deutschland zu einem Drachenbootrennen der besonderen Art. Am 5. August verwandelt sich der Salpker See 2 in eine Bühne für den größten Charity-Event Sachsen-Anhalts. Also die Eltern-AG, das ist ein Elternkurs für Familien in besonders belastenden Lebenssituationen. Und wir haben im letzten Jahr, um Aufmerksamkeit für unser Thema zu erzeugen und um Spenden zu sammeln, ein Benefizrennen veranstaltet. Da sind Promis gegen die Pink Pocahontas, also gegen uns, angetreten. Und das hat großen Spaß gemacht und deswegen dachten wir uns, wir machen es ein bisschen größer in diesem Jahr und lassen mehrere Teams gegeneinander antreten und nennen das Ganze Benefizcup. Entgegen vieler Behauptungen entscheidet auch in Deutschland oft die Herkunft über Bildungschancen und die Zukunft. Die Eltern-AG unterstützt durch Schulungen belastete Familien und macht aus ihnen, so die Gesellschaft, kompetente Mütter und Väter. Durch Benefizveranstaltungen wie das Drachenbootrennen in Magdeburg werden Spenden gesammelt, um solche Kurse auch weiter anbieten und durchführen zu können. Dem Gefühl, was Gutes getan zu haben, Kindern geholfen. Ja, also muss ja nicht immer finanziell, man kann ja auch mit Körperkraft mal ein bisschen dazu beitragen.
Ja, weil wir natürlich die Eltern AG unterstützen wollen. Die machen einen super Job und wir haben uns gedacht, da wir schon mal mit ihnen zusammengearbeitet haben, dass wir das auf jeden Fall wiederholen sollten. Das hat sich heute angeboten hier beim Drachenbootrennen, beim Benefits Cup und hat Spaß gemacht. Macht echt viel Spaß. Also wir hätten es vorher wirklich nicht für möglich gehalten. Es war ein unglaublicher Zuspruch. Wir müssen dazu sagen, wir haben ein bisschen kurzfristig angefragt, aber zum Beispiel die Novelis Deutschland GmbH war sofort bereit mitzumachen. Ganz groß dabei auch unser Medienpartner Radio SAW. Die haben uns sehr unterstützt und auch alle anderen, auf die wir uns immer verlassen können, waren sofort zur Stelle. In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Spendengelder gesammelt werden, die zur Unterstützung der Eltern-AGs deutschlandweit genutzt werden. Wir sind die Eltern-AG Friends. Okay. Ich bin dabei, um meine Freundin zu unterstützen, die dort arbeitet bei der Eltern-AG. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute dazu bewegen können, hier beim Drachenbootrennen mitzumachen, weil wir werden ja erzählen, wie toll es war. Und ich denke, da werden sich noch die ein oder anderen Kollegen dazu durchringen, hier mitzumachen. Erstens, man hilft. Zweitens, es macht unglaublich viel Spaß. Man hat Öffentlichkeitswirkung und so, ja. Den Rahmen für den dritten Benefizcup bildet eine der größten Wassersportveranstaltungen in Sachsen-Anhalt. Das 17. Magdeburger Drachenboot-Festival. Neben den spannenden Drachenbootrennen erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Bühnenshow, eine Tombola und ein buntes Kinderprogramm. Man muss kein Drachenboot-Profi sein. Wir erklären hier allen, wie es funktioniert. Alle sind bis jetzt ins Ziel gekommen. Es macht einen Riesenspaß und die Atmosphäre ist einfach super. Hebt euren Hintern von der Couch, kommt hierher, genießt die Sonne, esst Kuchen, trinkt Kaffee und tut was Gutes. Also, liebe Benefizteams, liebe Mitpaddlerinnen und Mitpaddler und vor allem lieber Wassersportverein Bug auf Hermersleben e.V. und da die Magdeburger. Wir danken euch ganz, ganz doll dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß und freuen uns aufs nächste Jahr. Alles wird super. Vielen Dank. Egal ob als Zuschauer oder aktiver Mitpaddler, am kommenden Wochenende, alle sollten diese Veranstaltung unterstützen bzw. für den guten Zweck einfach dabei sein. Wir machen weiter mit der Empfangbarkeit des Elbe-Kanals, sehr geehrte Zuschauer. Denn der Elbe-Kanal ist nicht nur über das Kabelnetz in Schönebeck, Kalbe und Magdeburg zu empfangen, sondern auch im Internet als Livestream oder Video on Demand und auch per Satellit. Dazu sind ganz bestimmte technische Voraussetzungen notwendig. Wir haben diese einmal in einem kurzen Videoclip für Sie zusammengefasst. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Nachdem Sie nun wissen, wie und wo Sie den Elbe-Kanal überall empfangen können, machen wir weiter mit einem Beitrag aus dem Solepark. Denn hier findet derzeit eine ganz besondere Ausstellung statt, das Ganze noch bis zum 22. Oktober, wo, naja, ein paar interessante Märchen etwas anders dargestellt sind. Den Freunden der klassischen Grimmschen Märchen und allen Kunstliebhabern haben sich am vergangenen Samstag die Türen des Soleturms für eine ganz besondere Ausstellung geöffnet.
Ja, wir befinden uns hier im Soleturm. Der Soleturm bietet ja Platz im Sommerhalbjahr für Ausstellungen. Im Moment haben wir die Ausstellung von Anne-Kathrin Baum, einer Künstlerin aus Magdeburg, eigentlich nicht hauptberuflich Künstlerin, sondern eher Wissenschaftlerin, die aber ihr Hobby doch sehr intensiv auch ausübt. Die Werke der Künstlerin Anne-Kathrin Baum sind weitestgehend unverkäuflich, bis auf ein paar wenige Exemplare. Zu erwerben sind allerdings Märchenbücher mit ihren Zeichnungen und natürlich den original Grimmschen Märchen und außerdem ein Kalender mit ausgewählten Werken der Künstlerin. Seit 2015 hat sie eine große Märchenkollektion, bringt Kalender raus, dazu passende Märchenbücher. Und wir haben hier jetzt circa 60 Arbeiten von ihr, hauptsächlich Märchenbilder der Gebrüder Grimm. Die Gebrüder Grimm gehen ja die meisten Hausmärchen auch zurück. Und sie hat die Urmärchen sich rausgenommen und sich damit beschäftigt und daraufhin Bilder gemalt. Diese Bilder haben alle so einen leicht erotischen Touch und deswegen heißt die Ausstellung auch Grimms Märchen unzensiert. Und wenn man hier so rumgeht, es sind sehr interessante Bilder auch dabei. Und die Ausstellung wird bis 22. Oktober hier zu sehen sein. Am 22. Oktober feiern wir hier das klassische Herbstfest bei uns im Kunsthof. Dann wird hoffentlich auch die Künstlerin nochmal anwesend sein und hier auch nochmal sozusagen eine Finissage machen, nochmal eine Lesung machen und man kann sich dann zum letzten Mal die Bilder ansehen. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann besuchen Sie die Ausstellung im Soleturm, die noch bis zum 22. Oktober im Rahmen der Kunsthof-Öffnungszeiten zu sehen sein wird. Grimms Märchen unzensiert, so der Name der Ausstellung, definitiv einen Besuch wert, sehr geehrte Zuschauer. Was alles noch in Schönebeck passiert ist, beziehungsweise wo Straßensperrungen oder ähnliches ist, das sehen Sie jetzt. Hier kommen Sie, die Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Nachdem der Markt in Salzelmen neu gepflastert wurde, musste das Pflaster noch 3 Wochen ruhen. Somit kann der Wochenmarkt ab dem 10. August dieses Jahres wieder regelmäßig auf dem Marktplatz in Bad Salzelmen stattfinden. Die Wochenmärkte in Bad Salzelmen finden immer dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr statt. Zu einer Vollsperrung für den Straßenverkehr kommt es in der Straße am Stadtfeld vom 24. Juli bis einschließlich 1. September 2017. Grund dafür sind Arbeiten zur Erneuerung von Fernwärmeleitungen. Es wird um Beachtung gebeten. Zu einer Vollsperrung des Straßenverkehrs kommt es am Finkenherd 8 in Schönebeck vom 13. Juli bis 20. Juli. Grund ist die Errichtung eines Gashauptanschlusses. Eine weitere Vollsperrung wird am Kunstanger 19 Schönebecks vom 31. Juli bis 4. August vorgenommen. Grund ist die Herstellung eines Trinkwasserhauptanschlusses. Es wird um Beachtung gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Sollten Sie Helene Fischer-Fans sein, sehr geehrte Zuschauer, dann sollten Sie dranbleiben, denn gleich nach der Werbung geht es weiter mit unserem Medium der Woche. Hier gibt es wieder CDs für Sie zu gewinnen, also dranbleiben, gleich geht's weiter. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 80 Cent, Nacken mit Knochen 100 Gramm zu 65 Cent, Nacken ohne Knochen 100 Gramm zu 70 Cent, marinierte Nackenscheiben 100 Gramm zu 80 Cent, grobe Leberwurst 100 Gramm zu 90 Cent und feine Teewurst aus eigener Herstellung 100 Gramm zu 90 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort.
Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Bei Kilz Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Ein Kinderbesteck mit persönlicher Gravur, hochwertige Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen jedes Kinderherz höher schlagen. Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch in den Monaten Juli und August. Zahlen Sie statt 14 Euro nur 5 Euro für eine Gravur beim Kauf eines Kinderbestecks. Bei der vielfältigen Auswahl ist für jeden das Passende dabei. Kilz. Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Pinguin Automobile, Ihre qualifizierte Meisterwerkstatt in der Geschwister-Scholl-Straße 103 in Schönebeck. Zu unseren Leistungen gehören unter anderem der An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen und markenunabhängige Reparaturen sowie Inspektionen inklusive Werkstattersatzwagenservice. Zusätzlich bieten wir unsere Dienste auch für größere Fahrzeuge und Transporter bis 5 Tonnen an. Pinguin Automobile, Ihr Servicepartner rund ums Auto in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Die Grillsaison ist in vollem Gange und das passende Grillgut finden Sie bei der Fleischerei Brinkmann in Altfrohse. Unser Geschäft bietet ein umfangreiches Angebot an Spießen, Steaks, Würsten und leckeren Salaten. Kundenparkplätze, Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst ist. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Und da sind wir auch schon wieder zurück aus der Werbung. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind zum Regionalmagazin am Montag, dem 31. Juli. Wie versprochen geht es weiter mit Ihrer Gewinnchance hier bei uns im Elbe-Kanal, denn das Medium der Woche, Helene Fischer, So wie ich bin live, steht in den Startlöchern. Sie können diese CD gewinnen. Ein paar Einblicke und dann gibt es Sie die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Sympathisch, attraktiv, musikalisch überzeugend. Viele weitere Adjektive wurden in den letzten Jahren verwendet, um Helene Fischer als Mensch und als Künstlerin zu umschreiben. Innerhalb weniger Jahre
ist sie vom unbekannten Nachwuchstalent zum Shootingstar der deutschen Schlagerbranche emporgestiegen. Gewinnen Sie hier am Elbe-Kanal die unglaubliche Best-of-CD dieses großartigen Stars. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten die CD gewinnen? Dann machen Sie doch mit beim Gewinnspiel und beantworten uns folgende Frage. Wie heißt denn der Zirkus, der demnächst in Magdeburg gastiert, wo wir Freikarten für die Premierenveranstaltung verlosen? Ich bin mir sicher, Sie wissen die Antwort. Wenn ja, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Wie immer gibt es dann am kommenden Freitag die Bekanntgabe der Gewinner. Kennen Sie Dänemark, sehr geehrte Zuschauer? Wenn nicht, sollten Sie jetzt gut zuschauen, denn in unserer Sendereihe, die wir immer wieder montags an dieser Stelle präsentieren, Dänemark für Anfänger, möchten wir Ihnen heute zeigen, wie schön es sein kann, mit dem Fahrrad in Dänemark unterwegs zu sein. Dänemark für Anfänger. Dänemark und Fahrradfahren. Zückel, Zückel, Zückel. Die Dänen lieben sie einfach. Genau, Zückel sind Fahrräder. 9 von 10 Dänen besitzen ein Zweirad, also mindestens eins. Ein Auto haben dagegen nur 4 von 10 Dänen. In Kopenhagen gibt es inzwischen sogar mehr Fahrräder als Autos. Und die Räder rollen natürlich. Hier werden um die 1,3 Millionen Kilometer geradelt. Und zwar täglich. Das ist so weit wie zweimal zum Mond und zurück. Kopenhagen gilt sowieso als europäische Fahrradhauptstadt. Bis 2025 will die dänische Metropole die fahrradfreundlichste Stadt der Welt werden. Größenwahn, keine Spur. Bei einem so ausgebauten Radwegnetz mit fast 500 Kilometern Länge. Und wer hier richtig in die Vollen geht, der tut auch was für seine Gesundheit. Denn pro 1200 geradelten Kilometern ist man laut einer Langzeitbeobachtung einen Tag weniger krank. Und das bedeutet wiederum einen Tag mehr Fahrradfahren. Yeah. Es düsen übrigens nicht nur Einheimische mit Rädern durch die Gegend. Auch Besucher treten in die Pedale, denn 10.000 Kilometer beschilderte Radwege wollen befahren werden. Auf 7 überregionalen Radfernwegen radelt es sich zum Beispiel einwandfrei von Berlin nach Kopenhagen. Oder man nimmt den Nordseeküsten- oder Ostseeradweg. Und das ganz ohne steile Berge. Aber bevor es auf die lange Strecke geht, kann man erst einmal die Panorama-Fahrradrouten ausprobieren. 26 gibt es im Land. Das sind tolle Tagestouren, die man sehr gut in seinen Ferienhausurlaub integrieren kann. In diesem Sinn, ab aufs Rad und gute Fahrt! Fahrradfahren in Dänemark. Weiter geht es dann auch am kommenden Montag weiter mit unserer Ausgabe Dänemark für Anfänger. Dazu darf ich Sie recht herzlich einladen. Weiter geht es jetzt mit den Veranstaltungshinweisen. Diesmal blicken wir unter anderem über die Stadtgrenzen von Schönebeck hinaus nach Magdeburg, denn die Gedenkstätte Moritzplatz lädt immer wieder zu interessanten Ausstellungen ein. Mehr dazu jetzt in den Veranstaltungstipps. Das IFA und Ostmobile-Treffen in Biere gehört schon zu einer kleinen Tradition. Die mittlerweile 9. Auflage findet am 5. August von 10 bis 17 Uhr im Park an der Friedenstraße statt. Es wird eine Vielzahl alter Fahrzeugtechnik präsentiert und lässt somit alle großen und kleinen Fanherzen höher schlagen. Mehr als 300 Fahrzeuge werden erwartet. Neben der Ausstellung wird es Rundfahrten mit einem Icarus-Bus, einem Teilemarkt, einem Grillstand, einem Eismobil und einer Gulaschkanone geben. Für die musikalische Umrahmung sorgt von 10 bis 13 Uhr die Band Jazz Syndikat und zum Abend Trio ABMWO. Alle Camper haben die Möglichkeit, sich über das Kontaktformular auf www.ostmobiletreffen.de anzumelden. Der Eintritt ist frei. Wer sich für Geschichte interessiert, der kann am Sonntag, dem 6. August 2017 von 10 bis 16 Uhr mal in der Gedenkstätte am Moritzplatz in Magdeburg vorbeischauen. Dort werden jeweils um 10.30 Uhr und um 14 Uhr auch öffentliche Führungen angeboten. Des Weiteren ist die dortige Fotoausstellung Vergessenes Magdeburg von Jutta Rödling ebenfalls noch bis zum 6. August geöffnet. Der Eintritt ist frei. Vom 10. bis 15. August ist der Zirkus wieder in der Region.
Europas größter, bester und schönster Zirkus präsentiert seine neueste Sommerproduktion mit dem Titel Evolution. Am Messeplatz am kleinen Stadtmarch wird das Jubiläumsprogramm der Superlative mit den schönsten Papageien Europas, dem riskantesten Ritt auf dem Todesrad und der größten gemischten Raubtiernummer der Welt aufgeführt. Vorstellungen finden werktags um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr und am Sonntag um 14 und 18 Uhr statt. Am letzten Gastspieltag, dem 15. August, gibt es nur eine Abschiedsvorstellung um 15.30 Uhr. Die Royal Rangers Schönebeck treffen sich am Freitag, den 11. August um 16.30 Uhr auf der Saline-Insel hier in Schönebeck. Um gleich das erste richtige Pfadfindergefühl zu bekommen, veranstalten die Rangers ihre erste Stammolympiade, bei der an verschiedenen Stationen Können, Geschicklichkeit und Teamfähigkeit bewiesen werden können. Soweit die Veranstaltungshinweise für die heutige Montagsausgabe. Weitere Infos dann natürlich in den kommenden Sendungen. Last but not least blicken wir heute auf das Wetter. Am Anfang der Sendung hatte ich bereits darauf hingewiesen, es wird noch ein bisschen wärmer. Der Dienstag verspricht wieder heiß und schwül zu werden. Ein bisschen Regen gibt es dann bei zahlreichen Gewittern. Hier also die Vorschau auf das Wetter. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Zur neuen Woche begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die kommenden drei Tage. Am Dienstag wird es sehr warm, mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Die Sonne zeigt sich nicht ganz so oft. Außerdem wird es etwas windig und regnerisch. Zum Mittwoch kühlt es sich wieder etwas ab, aber es bleibt dennoch warm bei Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad. Der Himmel ist teilweise bewölkt. Ab und zu kommt die Sonne aber trotzdem zum Vorschein. Vereinzelt könnte es etwas nieseln. Der Donnerstag bleibt ebenfalls warm, wird aber wieder windiger mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Auch an diesem Tag gibt es wieder einen Mix aus Sonne und Wolken. Der Regenschirm sollte besser mit im Gepäck sein. Das Team vom Elbe-Kanal wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und somit endet auch das Regionalmagazin am heutigen Montag, dem 31. Juli. Vielen Dank fürs Einschalten, dabei sein oder reinklicken. Mittwochabend 18 Uhr hoffe ich, sehen wir uns an dieser Stelle wieder. Bis dahin Ihnen einen schönen Montagabend. Ihr Christian Kolbe.